Ja. Aber manchmal ist es halt so, dass man das Rad einfach drüber schleift, so wie gerade eben. Servus Leute, ja, wenn ihr auf das Video geklickt habt, dann wollt ihr sicher wissen, ob dieser Bollerwagen was taugt und für was man den einsetzen kann. Also bleibt's dran. Zum Beispiel für den Strand, dass man sein Zeug mitnehmen kann. Oder auf dem Campingplatz. Vielleicht das Auto außerhalb steht, dann kann man sein Zeltkram da reinschmeißen und zum Platzerl fahren. Oder wie ich zum Beispiel hier im Wald oder woanders. Ich kann nicht mehr so einen Rucksack tragen, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte und Probleme damit mit dem Rücken. Kann ich den Bollerwagen dann einsetzen, um mein Zeug zum Lager zu bringen. So, das wären die Ideen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen genauer an, wie man das aufbaut und so weiter. Schwer ist der nicht. Kann man ja sehen. Geht ganz leicht zu transportieren. Hier ist eben noch der praktische Tragegriff. Dann kann man das mal auf kurze Strecken, sage ich mal, kann man den Bollerwagen dann einfach mal vom Auto rausheben. Ist ganz praktisch. Ich finde bei dem sehr schön. Der ist übrigens von Overmont. Overmont oder wie auch immer. Dass der halt eben. Ich hatte schon mal einen, der war halt so. Also schon auch so flach, aber so eine Breite nimmt schon Platz weg. Den hier, den kannst du einfach hinter den Rücksitz schmeißen und dann passt es. Auch praktisch ist, zeige ich euch dann gleich nochmal genauer, man kann die Reifen abnehmen, was natürlich zum Vorteil ist, wenn die jetzt schlammig sind oder so, dann kann man die abnehmen, in einen sauberen Packsack ins Auto legen, da wird nichts dreckig. Das finde ich schon mal ein Vorteil. Und man könnte den Bollerwagen ausgeklappt ohne die Räder auch als Korb fürs Zeug im Auto verwenden. Auch eine gute Geschichte. Naja gut, dann fangen wir mal an, hier das Ding aufzubauen. So, das ist dann gleichzeitig der Boden hier und da haben wir den Wagen. Ist jetzt einmal zusammengeschnürt. Dann kann man den auch schon aufbauen. Fertig, ganz einfach. Den Griff noch raus, der rastet dann hier ein. Und das war's. Ah ja, den Boden sollte man natürlich schon einsetzen. Ja, fertig. So sieht das Ganze aus. Und hier kann man sehen, da drückt man drauf, dann kann man den Griff einfach einfahren und so wieder raus. Das hier sind so Bremsen, kann man vielleicht brauchen, wenn der an einem Berghang ist und das ist der Clip, der Knopf, da drückt man drauf und dann kann man die Reifen rausnehmen. Das machen wir jetzt einfach mal. Zack. Und schon ist das abmontiert. Das geht auch ganz leicht wieder rein, das Dingens. Schwupps. Ich bin mir sicher, dass der Wagen hier auf dem Weg seinen Dienst sehr gut verrichten wird, dass der sauber rollt und die Rollen, die Räder, die sind ja auch gut gelagert mit einem guten Kugellager. Also da kann ich jetzt nichts finden, was schlecht wäre, muss ich sagen. Da ist noch eine große Außentasche, die muss man halt dann befestigen nach dem Aufbauen. Für mich eher noch nicht so einsetzbar oder vorstellbar, dass ich es brauche. Dann noch ein Reißverschluss dran. Eieiei. Dann kann man eine Menge Zeug noch reinmachen. Ja, an sich nicht schlecht, dass es da ist. Wenn man dann doch eben Platznot hat drin, dann ist das eine gute Geschichte. Auf der anderen Seite sind auch noch mal zwei solche kleinen Meshtaschen. Und hier kann man halt eben, wie man sieht, hier so sein Getränk reinstopfen. Wie auch immer. Ich weiß nicht, ich würde jetzt keinen Menschen reinsetzen. Ein kleines Kind, vielleicht einen kleinen Hund. Ja, okay. Aber ein Kind, ich weiß nicht so recht, ob ich dem vertrauen würde. Eher nicht, aber ist ja auch nicht so bequem, wenn dann Kissen reinmachen oder sonstiges. Dann sollte es vielleicht gehen. Von der Stabilität kann ich euch das nicht sagen. Kann ich jetzt auch nicht ausprobieren. Aber um das Ganze ein bisschen abzuchecken, werden wir eine kleine Runde drehen mit dem Teil. So, ich habe jetzt meine Essens-Campingkiste da reingepackt und einen Stuhl zum Sitzen, mein Wasser. Und dann testen wir mal das Ganze, wie sich das hier so zieht.
Ja, also jetzt schiebt er sich wirklich ultra leicht. Beziehungsweise zieht er sich ultra leicht. Ich merke natürlich das Gewicht von der Kiste. Da ist schon ein bisschen was drin. Eine Flasche und so. Aber geht super und ist auch nicht wirklich richtig laut. Klappert auch nichts oder so. Also finde ich jetzt sehr gut. Hier geht es auch ein bisschen nach oben, also leicht bergauf und zieht sich super. Kann man jetzt nicht meckern. Welche Reifen da drauf sind, sind so Hartgummireifen, aber fragt mich auch. Der Chef. Geil. Fragt mich nicht nach der genauen Bezeichnung. Es ist ja alles in der Beschreibung drin. Der Link ist unten in der Infobox dann, wenn ihr Interesse habt. Ist auch erschwinglich, finde ich, vom Preis her okay. Wie er sich im Schlamm macht, schwer zu sagen. Plastikräder drehen sich dann um und dann schleifst du das mehr. Bei dem Gummi hier könnte es schon etwas besser gehen. Ist immer schwierig. Am besten wäre natürlich ein großes Luftprofil, aber da kriegst du so Faltwegen eher nicht. Es geht doch ein bisschen nach oben, das merkt man. Ja, die Achse, die ist starr. Es drehen sich also nur die Räder. Das finde ich auch okay. Das hatte ich bei dem anderen Wagen, den ich jetzt vorher mal hatte, nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist, aber es fühlt sich ganz gut an, so wie es ist. Ich hoffe, das hält auch einigermaßen. Ein bisschen Spiel muss ja sein. Ja, wird sich dann zeigen auf die Dauer. Da ist ja auch nur Kunststoff hier, wo man das dann nachziehen muss. Die Schrauben. Geht gar nicht. Ah, sind Nieten. Na okay, also Reparatur, ja, weiß ich nicht. Aber ist ja nicht nötig. Um mal zu sehen, wie gut der rollt. So, hier haben wir ein bisschen schwierigeres Gelände. Auch da fährt er ganz gut. Naja, aber manchmal ist es halt so, dass man das Rad einfach drüber schleift, so wie gerade eben. Ist ja klar. Ist ja auch ein extremer Boden. Jetzt auch nochmal interessant hier bei dem Gemüse. Ja, kann man machen, ist aber sehr schwer zu ziehen dann. Wahrscheinlich auch nach oben zu. Kein so großes Vergnügen, aber es geht. Herrlich, so kann man es aushalten. Schöner Weitblick, gemütlich sitzen. Perfekt. Das vielleicht nur als kleiner Anwendungstipp, natürlich auch möglich, damit einen schönen Picknicktag zu machen. So wie ich es jetzt gerade mache. Wobei essen werde ich nichts, aber ist ja wurscht. Darum geht es ja auch gar nicht, sondern einfach nur als kleine Idee. Gut, ich werde jetzt ein bisschen Zeit hier verbringen, Kaffee trinken und nachher geht's zurück. Hat sich gut geschlagen bis jetzt, kein Thema. Bin zufrieden. Es gibt andere, wo man nicht so gut mit zurechtkommt, aber das passt jetzt so. Und dann nachher zeige ich euch noch, wie einfach der zusammengefaltet wird. Ich hoffe, ich kriege es einigermaßen gut gezeigt. Ja, also das Erste, was wir machen müssen, was ich beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht mehr so brauche. Aber egal, gezeigt habe ich es. Das ist diese Tasche an der Seite. Die muss dann wieder verpackt werden. Und zwar kommt die da unten rein. So muss das sein dann, dass wir uns nicht kaputt machen. Der Boden wieder raus. Einmal hier angezogen, ja, so sieht man es jetzt, kann man sich ja denken. Und dann
zusammenschieben. Es dauert ein bisschen. Es wird quasi komprimiert, kann man sagen. Jetzt muss ich das gerade mal umdrehen, den Reifen da. So, da. Genau, das kann auch rein. Jetzt kommt der wichtige Teil. Dass ich da nichts falsch mache. Der Gurt einmal ringsrum. Könntest du das sehen? Also hier mache ich den Gurt fest. Den kann man jetzt auch gut festziehen und mit dem Plätt hier verbinden. Ja, da ist das Ganze schön komprimiert. Es geht sogar noch ein bisschen mehr. So, das war's. Es ist nicht schwierig, aber im Video zu zeigen, macht es ein bisschen aufwendiger, das Ganze. So, das Dingens. Das richtig, ja. Das kommt dann einmal außen rum. Und wird nochmal festgezurrt. Einmal der Tragegriff festgemacht. Fertig. Dann kann es wieder losgehen. Mit dem Einpacken. Kann ich den Bollerwagen empfehlen und warum? Ja, also ich kann ihn empfehlen. Es ist natürlich so, dass es Langzeitgeschichte sein müsste. Also man müsste das natürlich jetzt ein Jahr lang ausprobieren, auf verschiedenen Untergründen noch und wirklich strapazieren. Das werde ich nicht tun, ich möchte den ja noch länger haben. Das heißt, was ich damit sagen will, der Bollerwagen gefällt mir auch vom Packmaß recht gut und für meine Einsätze optimal geeignet. Vor allen Dingen mit dem kleinen Fahrzeug wieder kann ich super mitnehmen. Ja, anderer Anwendungszweck wäre zum Beispiel auch noch zum Einkaufen verwenden, etc. Wie gesagt, wenn ihr so ein Ding ins haben wollt, dann wisst ihr ja schon, wo ihr das einsetzen möchtet. Also, hat wirklich Spaß gemacht, draußen und das Video zu machen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen oder dir. Wenn es dir gefallen hat und wenn du solche Videos magst, lass ein Abo da und gib mir einen Daumen nach oben, dann weiß ich Bescheid. Ansonsten eine schöne Zeit draußen beim Camping und so weiter oder beim Bushcraft. Wir sehen uns hier irgendwann wieder auf meinem Kanal. Bis demnächst. Ciao, ciao.